Jo Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich habe hier mein brandneues Canyon Talk im Hintergrund und ich bringe heute so ein Mudguard an. Viele fragen sich vielleicht, okay, wie bringt man das Ding eigentlich an? Und ich habe mir ein paar Tutorials angeguckt und versuche das jetzt einfach mal mit euch zusammen und gebe euch die bestmöglichen Tipps. Viel Spaß dabei! Jo, eigentlich alles, was ihr dafür braucht, ist natürlich ein Mudguard. Da könnt ihr ganz, ganz viele für bestellen. Easy peasy. Ich habe jetzt einen, der mit Klettverschluss ist. Das finde ich sehr, sehr gut, weil wenn ich das jetzt hier befestige und hier, dann ist es so, wenn du es mit Kabelbindern machst, dann verkratzt du ja irgendwann alle Teile, wenn du es immer mit der Schere abmachen willst. Deswegen finde ich so, dass das hier Canyon gelöst hat mit einem Klett. Finde ich eine super Sache. Und eine Schere, damit ich das Klett zuschneiden kann. Okay, wir machen das Ganze jetzt einfach mal. So, letzten Endes ist es relativ einfach. Wir haben hier verschiedene Öffnungen und müssen da dann gleich das Ganze positionieren. Das heißt, ich halte das Ganze mal hier so an, so wie ich mir das ungefähr vorstelle, dass das da dran passen könnte. Und dann seht ihr hier schon unten, das ist hier so am einen Rand der Gabel und hier oben. Und das Erste, was ich machen werde, ist das hier oben befestigen. Jetzt müssen wir natürlich aufpassen, dass wir da immer noch genug Spiel haben, damit der Reifen gut läuft. Aber ich denke, das sollte eigentlich kein Problem sein. Jetzt die größte Herausforderung für mich ist, glaube ich, dieses Klettband in der richtigen Länge da drum zu machen, wenn ich ganz ehrlich bin. Einmal hier so durchfädeln, zipp, zapp, so, andersrum, zipp. So, dann muss das später ungefähr die Länge herausfinden. So widerspenstig das ganze Ding. Ja, relativ klein. Ich würde sagen, wenn wir es in der Länge hier hätten, dann ist das easy peasy. So, drückt mir die Daumen, dass es die richtige Länge ist. So, jetzt machen wir das Ganze nochmal ab und schneiden ein zweites Teil in der gleichen Länge ungefähr. Damit wir die in der Mitte sofort dran machen können. Ich hoffe einfach, es ist genug von dem Band da. Ist natürlich richtig mies, wenn ich dann im Endeffekt entweder so ein Band nachbestellen muss oder doch ein Taser, wollte ich schon sagen, ein Kabelbinder dran machen will, muss. So, jetzt haben wir hier die zwei Dinger dran. Und eigentlich sollte das jetzt relativ easy sein, weil schleust das Ding jetzt hier so durch. Positioniere es an der Stelle, wie ich es haben will. So. Und schnall das Teil fest. Bisschen Fummelarbeit ist das Ganze schon, muss ich ehrlich sagen. Ich hoffe, das ist genug. Okay. So, das scheint ganz gut zu funktionieren. So, jetzt kommt der nächste Streich und zwar die äußeren Dinger hier an der Feder festmachen. Und das wird jetzt eine Challenge, weil das Ganze ist echt nicht weit, also da ist einfach nicht mehr viel Platz. Und das hier ist nicht mehr besonders lang. Und da das hier oben richtig fett ist, das Teil, wird es auf jeden Fall nicht ganz so easy. An der Leitung vorbei. Position und zu. Jetzt schneiden wir das nochmal ab und hoffen, dass wir am Ende genug übrig haben. So, ich drehe das Bike einmal um, damit ihr das auch besser sehen könnt. Ich hoffe halt am Ende, dass ich hier genug Spiel überall habe. Ich glaube, das letzte sollte gerade so ausreichen. Haben sie echt millimetermäßig geguckt, dass das reicht irgendwie. Ich hoffe, ich habe das jetzt hier richtig gut durchgemacht. So, ab. So. Ist jetzt keine Leitung, ist ein bisschen einfacher. So. Jetzt haben wir hier ein bisschen was übrig. So, jetzt einmal testen, ob
das Rad noch normal läuft. Funktioniert. So, eigentlich wie ihr gesehen habt, super einfache Aktion. Und diese Mudguards gibt halt alle möglichen Ausführungen. Ich fand es jetzt super, dass ich hier so ein Klett habe und keinen Kabelbinder. Ich glaube, diese Klettdinger kannst du dir auch nachkaufen, weil ich gehe davon aus, dass das tatsächlich nicht für immer und ewig so daran halten wird. Aber auf jeden Fall ein kleiner Schutz, und mich hat es immer genervt, wenn mir der ganze Scheiß hier vom Vorderrad ins Gesicht geflogen ist. Und deswegen wollte ich unbedingt so einen Mudguard haben. Yes! Ich hoffe, das Video konnte euch weiterhelfen und hat euch ganz kurz einen Einblick gegeben, wie das Ganze so funktioniert. Lasst mir gerne ein Abo da, es kommen bestimmt noch mehr Videos in die Richtung, weil ich fange ja gerade an mit diesem Fahrradgedönse und ich merke so, was ich ja suche, wenn ich anfange. Und genau solche Videos will ich dann einfach machen, dass ich euch da mitnehme und vielleicht den einen oder anderen ein bisschen helfen kann. Lasst mir gerne ein Abo da, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin, macht's gut, ciao.